Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Vollmond-Orakel, Oktober 2017. Erstmal möchte ich gerne definieren, was bedeutet ein Vollmond. Mond hat kein eigenes Licht, sondern die Mond empfängt die Licht von der Sonne. Wenn die beiden Lichter Sonne und Mond gegenüber befinden, dann ist es Vollmond, weil die Sonne kann unseren Mond voll und ganz bestrahlen. Oktober ist die Scheinbewegung, die Sonne in Tierkreiszeichen Waage und Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen wieder. Also die beiden stehen gegenüber. Unserem Planet Erde bewegt sich auch in Tierkreiszeichen wieder. Was drückt aus ein Vollmond? Da gehe ich in die Quelle, die indischen Astrologen, zurück. Die indischen Astrologen sagen, das ist Glück und bedeutet nach indischen Quelle, dass die Mond bestrahlt unserem Lebensweg, macht etwas sichtbar. In einer Vollmondnacht sehen wir auch etwas und das können wir auf unserem Schicksalsweg, auf unserem Lebensweg betrachten. Wir erkennen etwas klar und deutlich. Und jetzt möchte ich etwas sagen über die Orakel, über die Lunomatkarten. Es besteht alles aus Energie. Und es gibt Menschen, und dazu gehöre ich auch, die sind sensibel und haben Intuitionen und spüren die Energiefeld und intuitiv können sie das bildhaft darstellen. Und dazu eignet sich ganz gut die Kunst des Kartenlegens. Und diese Energiefeld, weil es nähert sich schon, können wir schon spüren, dass eine Annäherung ist zu diesem Vollmondposition und wir können das im Kartenbild widerspiegeln. Es ist nicht die kosmische Energie, sondern wie ich das intuitiv erfasse, diese Energiefeld. Das bedeutet, dass die Menschen, die zu mir einen Zugang haben, ich könnte sagen, wenn wir in die gleichen Wellenlänge sind, werden in diesem Kartenbild sich selbst entdecken. Für diese Menschen sagt das etwas aus. Und die Menschen, wo keinen Bezug zu mir haben, eine Art fremdartig, ein anderen Energiefeld, für diejenigen sagt es überhaupt nichts aus. Das bedeutet, ein Orakel können wir nicht auf alle Menschen legen. Es ist unmöglich. Jeder Mensch befindet sich in einer anderen Lebenssituation, auch in einem anderen Energiefeld. Die einzige Möglichkeit, das persönlich legen, wenn wir miteinander eine Verbindung haben, entweder telefonisch oder schriftlich, dann besteht die Möglichkeit, dass ich die Orakel oder die Karten für Sie persönlich auslege. Aber ich möchte gerne auch für diese Vollmondenergie eingehen und da diese Orakel, diesen Kartenbild vermitteln. Ich arbeite nicht nur mit Lunomatkarten, sondern auch mit Kipperkarten, auch mit Zigeunerkarten, auch mit Tarot. Und ich lege, wenn es um Lunomatkarten geht, immer
grundsätzlich die großen Kartenblatt aus, auch wenn es nur um ein Fragen handelt. Aber ich möchte jetzt mal auf dem Thema kommen. Hier geht's um diesen Vollmond-Orakel und was erzählt diesen Kartenbild für diesen besonderen Tag, wo wir orientieren sollen oder Klarheit bekommen sollen oder gibt es um Heilung und auch um die Klärung. Wichtig ist, dass wir befreien uns von etwas, was uns bedrückt. Das kann auch unserem eigenen Ängste sein. Und es passt ganz gut für diesen Vollmond, die Mondposition im Tierkreiszeichen Widder, weil hier ist auch ein Einfluss von Sternbild Andromeda. Und diese Andromeda ist nichts anderes als die Königstochter von Cassiopeia, die Tochter von Cassiopeia und wurde gefesselt, bis Perseus kam und befreite Andromeda und die beiden haben sich auch verliebt. Also diese Stammbilder Andromeda und Perseus hat einen Einfluss auf den heutigen Vollmond, aber wir bleiben jetzt bei den Karten und die Karten zeigen das auch klar und deutlich. Die Befreiung von etwas, wie ich schon sagte, das kann eine Beziehung sein oder eine Ehe, was nicht mehr stimmig ist und wir treffen klare Entscheidungen und befreien wir davon, kann aber auch um Angst gehen, dass wir von unserem Angst befreien sollen. Dann ist die Liebe-Partnerschaft ein wichtiges Thema. Das zeigt auch die Kartenbild, das sagt auch die Astrologie, weil die Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage und das hat eine Analogie, eine Bedeutung in die Liebe-Partnerschaft. Und so widerspiegelt auch die Orakel, diese Kartenbild, es handelt sich auch in erster Linie um Liebe-Partnerschaft. Das bedeutet, viele Menschen haben die Bedürfnis, Klarheit in die Partnerschaft, Ordnung in die Partnerschaft und hier eine Dreieckbeziehung hat keinen Platz, sondern es ist wichtig und da eignet sich die Vollmond ganz gut dazu, klare Entscheidungen treffen, etwas klären, dass wir von jemand dann trennen. Das kann auch eine Geliebte sein oder ein Liebhaber sein, eine Dreieckbeziehung, weil viele Menschen haben das Bedürfnis, ihr Liebesleben in Ordnung zu bringen und wünschen sich eine feste Partnerschaft und sie geben etwas auf oder verabschieden von etwas. Kann auch bedeuten, dass jemand noch verheiratet ist, hat aber eine Geliebte oder eine Affäre und in diesbezüglich kommen diese Entscheidungen, dass man doch die Trennung, für die Trennung entscheiden wird. Also es ist wichtig, Liebe, Partnerschaft in Ordnung zu bringen. Eine Affäre ist eine Belastung. Vielleicht ist die Ehe die Belastung und man steht zu dieser Liebe, zu diesem Affäre, kann natürlich auch bedeuten, auf alle Fälle ist Entscheidungen und eine feste Partnerschaft und da Ordnung zu bringen, ist die Thema, die heutigen Vollmond. Dann haben wir eine Einladung und wir können in diese Einladung natürlich wahrnehmen. Es ist schön und angenehm, es ist Öffentlichkeit oder ein Fest oder eine Überraschung. Es ist wichtig, unserem Zuhause, unserem eigenen vier Wänden, weil das gibt die Ruhe, das gibt die Kraft und das hilft auch bei Heilungsprozess, weil wir brauchen diese Zurückgezogenheit und wir brauchen die Ruhe.
die Geldsituation. Es ist Geld zum Erwarten oder ein kleineren Gewinn, aber es kommen auch Rechnungen. Also Einnahme oder Gewinn, aber sind auch Ausgaben. Es gleicht sich aber aus. Eine kleine Reise hat einen Vorteil. Und wir können diese kleine Reise, kann auch Glück bringen oder es ist angenehm, also wir sollen das auch wahrnehmen. Glück in Bewegung, das kann auch ein Sport sein, eine sportliche Aktivität oder das zu beginnen, aber Bewegung bedeutet auch Autos, da haben wir auch Glück, eine neue Auto kaufen oder kommt eine Reparatur und das Auto läuft wieder oder wir finden ein gutes Angebot. Also alles, was mit Autos, mit Bewegung zu tun hat, haben wir Glück. Die berufliche Situation ist weniger schön. Es sind Lügen, Gespräche hinter unserem Rücken oder sogar Intrigen sind möglich. Und das ist die Orakelbild für diese Vollmondposition. Ich fasse das kurz zusammen. Zwei wichtige Themen sind, was wir verinnerlichen sollen in diesem Vollmond. Befreien von etwas. Das kann die Arbeit sein und sollen wir kündigen. Das kann eine Beziehung sein, was uns belastet, dann sollen wir trennen. Das kann aber auch die Gefühle bedeuten wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl und wir sollen davon uns befreien. Es sagt dieser Orakelbild, sagt aber die Astrologie dasselbe. Wichtiges Thema ist noch Liebe, Partnerschaft. Hier eine Affäre oder eine Dreieckbeziehung ist nicht gut. Das ist eine Belastung, weil viele Menschen möchten, die Beziehung in Ordnung zu bringen, auch mal in die Öffentlichkeit auch zeigen und eine feste Beziehung wünschen sie sich. Und das ist der richtige Augenblick, danach zu denken und Entscheidungen treffen. Entweder die Affäre beenden oder die Beziehung, die Ehe beenden und doch die zu die Liebe stehen und das in Ordnung zu bringen. Das sind die wichtigen Entscheidungen. Freundschaften ist auch wichtig. Es ist eine Freundin da und dieser Freundin geht's nicht gut, aber sie meldet sich nicht, sie ist zurückgezogen. Wir sollen die Kontakte suchen, weil sie braucht unsere Unterstützung. Das habe ich vorher vergessen zu sagen, aber das ist auch wichtig. Und die Geldsituation, es kommt Geld rein, aber geht auch Geld raus. Das gleicht sich aus. Autosport, das ist ein Vorteil oder Glück. Das sollen wir auch wahrnehmen. Und was wichtig ist, noch zu betrachten, wo die Ruhe liegt. Dort ist auch die Kraft und es ist unserem eigenen Zuhause und wir brauchen diese Ruhe oder wir genießen das, die wohnliche Situation wird befestigt oder verschönert, wir verschönern unser Zuhause oder ein Umzug ist möglich, eine feste Wohnsitz, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir auch das genießen können. Und die Arbeitssituation ist weniger schön, weniger angenehm. Es sind Intrigen und Lügen möglich. Und das war mein Vollmond-Orakel Oktober 2017. Ich möchte Sie gerne noch aufmerksam machen auf meine Blitzberatungen. Was ist ein Blitzberatung? Wie funktioniert es und was kostet es? Stehen Sie vor einer Entscheidung und benötigen Sie Hilfe? Dann können Sie die Blitzberatung nutzen. Haben Sie Fragen, wie zum Beispiel, kommt er wieder zurück? Sehe ich ihn in den kommenden Tagen? Liebt er mich noch? Soll ich diese Arbeit behalten? Bekomme ich die neue Arbeit? Soll ich diese Schulung machen? Soll ich auf die Reise gehen?
Kann ich meine Wohnung behalten? Werde ich umziehen? Und, und. Diese Fragen zu beantworten ist nicht zeitaufwendig und wir können das als Blitzberatung behandeln. Das funktioniert schriftlich per E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie stellen Ihre Fragen und pro Frage kostet 10 Euro. Und ich beantworte die E-Mails persönlich, natürlich blitzschnell. Und möchten Sie die große Kartenlegung, können Sie auch als Blitzberatung buchen, dann kostet pro Thema 10 Euro. Möchten Sie etwas wissen über die Liebe oder beruflich oder familiär oder über die Finanzen? Es ist auch möglich. Also schreiben Sie bitte die E-Mail. Sie können Ihre Lebenssituation ausführlich beschreiben. Ich nehme die Zeit dafür und beantworte ich Ihre Fragen. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen.